Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irene und ich freue mich, euch wieder eine neue Tageskarte, Tagesbotschaft zu präsentieren. Bitte wie immer wählt eine Karte, erste oder die zweite, und wir schauen, welche genau. Ich kann das nicht umdrehen. So. Die erste mit einer Hand ist schwierig, muss Ständer halten. So, meine Lieben, die erste Karte. Wer hat die erste Karte gewählt? Euch erwartet Erfolg, Geschenke, alles, was du dir vorstellen kannst. Hier sehe ich Kommunikation zwischen Menschen, die du magst. Ich sehe hier Diskussionen, aber richtig gute Diskussionen, Umtausch von Ideen, Projekten, ihr arbeitet vielleicht an einem Projekt, hier kann man Geld investieren, hier kann man über Geld sprechen, und dieser Moment, dieser heutige Tag ist von dem Erfolg geführt. Das heißt, wenn du irgendwo Geld investierst oder etwas in diese Richtung tust, auf jeden Fall wirst du Erfolg haben. Da ganz hinten, wenn du sehen kannst, kommt die Sonne. So, meine Lieben, was noch interessant ist, kann sein, dass jemand jemanden kennenlernt. Hier kann sein, dass vor Freude schon auf irgendwie Familienfeste oder so. Eigentlich sehr, sehr positive, gute Karte. Hier verdient jeder das, was er, oder jeder bekommt das, was er verdient hat. Und ja, ich finde, das ist sehr, sehr gerechte Karte. Die zweite Karte. Die zweite Karte, wer hat die Nummer 2 gewählt, meine Lieben? Hier sehen wir der Ritter der Schwerte. Ritter der Schwerte, das normalerweise bringt immer Stress, Sorgen, immer Auseinandersetzungen, plötzliche Auseinandersetzungen. Kann sein, dass du gehst auf der Straße, jemand überfährt dich und beschuldigt dich oder sagt, du hast falsch geparkt oder noch etwas. Aufpassen, die Karte warnt, in diesem Falle am besten aus dem Weg zu gehen. Weil wenn dieser Mensch in diesem Zustand streitsüchtig ist, er wird von dir nicht abweichen, bis er das gemacht, was er geplant hat. Versteht ihr, meine Lieben? Darum ist am besten, wenn wirklich jemand, du spürst, dass jemand streitsüchtig ist, bitte lieber diese Menschen aus dem Weg gehen. So, und wenn das bist du, dann versuche dich zu beruhigen oder geh irgendwie in der Natur, brüll dich aus, mach laute Musik, mach etwas kaputt, wie sagt man. Übrigens, das hilft. Ganz ehrlich, das hilft. Nimm zum Beispiel kaputte Geschirr und mach die kaputt. Aber ja, das ist auch die Frage, wo. Meine Lieben, Spaß zur Seite, aber wirklich, diese Karte kann auch handgreiflich sein. Das heißt, kann sein, dass Mensch, wenn du Mensch provozierst, er könnte auch zuschlagen. Aufpassen, wirklich aufpassen. Ich wünsche euch, meine Lieben, eine wunderschöne Wochenende. Bleibt gesund, passt auf euch auf und alles wird gut. Kontrolliert eure Gedanken. Alles Liebe und alles Gute. Tschüss, Papa.